Die Zeitformen des Verbs. Ben und Lina probieren schon die ganze Woche lang Instrumente aus. Gestern spielte Ben Flöte. Heute spielt Lina Trommel. Morgen wird Ben das Tambourin spielen. Kannst du die Verben in den Sätzen erkennen? Was tut jemand? Hier ist das Verb spielte. Und hier spielt. Und dort wird spielen. Fällt dir an den Verben etwas auf? Sie stehen in unterschiedlichen Zeitformen. Dieses Verb steht in der Vergangenheit und dieses in der Gegenwart. Das hier steht in der Zukunft. Ben spielte gestern Flöte. Wenn du über etwas redest, das schon passiert ist, redest du über die Vergangenheit. Du kannst über die Vergangenheit in der Zeitform Präteritum schreiben. Lina spielt heute auf der Trommel. Wenn du etwas erzählst, was jetzt passiert, redest du über die Gegenwart. Dazu kannst du die Zeitform Präsens verwenden. Ben wird morgen das Tambourin spielen. Es wird also noch passieren. Wenn du über etwas redest, das noch passieren wird, redest du über die Zukunft. Für die Zukunft kannst du... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.